Jetzt kommt Sirat. Sirat ist eine Brücke über der Hölle. Und da gibt es Leute, die über die Brücke gehen, wie der Blitz, Leute wie der Wind, Leute wie ein Vogel, Leute, die laufen, Leute krabbeln. Und es gibt dort wie solche Haken, die die Leute auch eventuell in die Hölle reinfallen lassen. Hier gibt es auch wieder die Meinung, dass alle über die Sirat gehen. Und manche sagen, dass die Kuffar schon vorher in die Hölle hineingehen und nicht über Sirat gehen. Allahu alam. Aber wir sind Gläubige. Und was ist für uns so wichtig? Je nach unseren Taten, umso schneller kommen wir über die Brücke. Weil das ist Medizin für uns. Der Prophet hat uns das nicht erzählt, einfach nur einen Film zu haben. Sondern das soll uns motivieren zu was? Dass wir uns das verbildlichen. Stell dir vor, du hast eine Brücke und diese Brücke ist wieder unvorstellbar. Wisst ihr, wie die ist? Dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Mit Haken. Wie das geht? Ich habe schon gesagt. Wir leben hier in einer Welt mit den Naturgesetzen, die Allah erschaffen hat. Erdanziehungskraft, Zeit, Aggregatzustände. Im Jenseits ist alles völlig anders. Stell dir aber trotzdem vor, diese Brücke über der Hölle. Riesengroß. Stell dir das vor. Und du musst darüber gehen. Und stell dir vor, durch deine guten Taten schaffst du es, darüber zu gehen wie ein Blitz. Und der Prophet, alayhi salatu wasalam, steht auf der Brücke und sagt, Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim.